Eine mysteriöse rote Flüssigkeit sorgte am Dienstagvormittag für einen Gefahrgutalarm an der Mindelheimer Postfiliale. Kurz vor 9 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Postfiliale eine rote Flüssigkeit, welche aus einem der Postpakete austrat. Um eine Gefahr auszuschließen, alarmierte die Filialleitung über den Notruf die integrierte Leitstelle Donau-Iller. Kurze Zeit später trafen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim, des BRK-Rettungsdienstes und der Polizei am Einsatzort ein. Unter schwerem Atemschutz gingen die Wehrmänner in das Paketlager. Dort konnte die verdächtige Sendung in einen Spezialbehälter umgefüllt und aus der Filiale gebracht werden. Zeitgleich trafen die Versender ein und konnten die Situation schnell klären. Ein Tierfell war per Paketpost zum Gerben versendet worden. Noch am Fell befindliche Blutreste waren dabei aus dem Paket ausgetreten und hatten den Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz beendet.